Herzlich willkommen, liebe Clasher. Man könnte meinen, wir haben gar kein CK gespielt, aber es ist nicht so. Ihr seht selber oben, wir haben haushoch gewonnen, obwohl einige so eine Panik geschoben haben, wie gut der Gegner ist, weil wir überhaupt keinen RH8 als Gegner hatten, sondern ausschließlich RH11, 10 und 9. Aber man sieht das hier oben, der Gegner hat hier oben in dem Bereich schon gar nicht erst angegriffen, weil er wohl eingesehen hat, dass es da schon keinen Zweck hat. Der Rest der Bases maximal 2 Sterne, 3 Sterne bei Daywalker. Ich will gar nicht sagen, woran das gelegen haben könnte. So eine Base kann natürlich auch gut sein im CK, weil natürlich alle denken, ich stamm mir das Rad raus, hole mir den fetten Lot hier vom Neuner und verballer dadurch schon mal einen Angriff. War auch nicht so. Ich glaube, so 1, 2 haben es gemacht. Aber danke nochmal an den Daywalker für diese wirklich gute Base in der Situation, wo wir dachten, wir kriegen hier richtig einen auf den Sack. Ist so eine Base natürlich richtig nützlich. Alle anderen wirklich nur 1, 2 Sterne, manche gar nicht gemacht. War natürlich von uns für uns sehr von Vorteil, dass der Gegner, ich muss es einfach mal so sagen, nicht sehr gut angegriffen hat. Ich will jetzt nicht sagen schlecht, weil manche Angriffe waren wirklich schlecht, aber manche waren einfach nur auf 2 Sterne irgendwie ausgelegt. Und als ich gesehen habe, wer hier unten unseren O macht und die 39 macht, wusste ich eigentlich schon, auf was für einen Clan wir treffen. Wir selber haben es von oben an viel, viel besser gemacht. Die Bases oben waren scheinbar nicht wirklich gut, denn wir haben etliche 10er gedreisternt. Und auch 11er gedreisternt, was natürlich wirklich super ist. Ein bisschen schwer getan haben wir uns natürlich dann hier unten in diesem Bereich. Lag einfach daran, dass alle unsere 9er extrem weit runter mussten, um hier so ein paar Sterne zu holen, beziehungsweise immer schön 3 Sterne zu holen. Ich muss den Ton vom Innenspiel eben mal ein bisschen leiser machen. So ist das, glaube ich, besser. Und ich zeige einfach nebenher ein paar nette 3-Sternkämpfe. Ihr seht immer, von wem die sind. Die Taktik hier ist mit Heiler, Riesen, Bola und Hox zum Finish. Das klappt hier bei Ragnar auch ganz, ganz gut. Das war wirklich ein sehr sicherer 3-Sterner. Wir wollen jetzt nicht sagen, ja, war ja auf den letzten. Auch der letzte hat eine Base, auch der letzte hat eine Verteidigung, der letzte hat Kleintruppen. Also kann man nicht einfach immer davon ausgehen, irgendwo macht so ein 30er auch mal eben so ein 40er nass. Dann gehen wir ein bisschen höher. Ich würde sagen, wir gehen mal so 2, 3 Bases höher. Das sind ja ausschließlich 9er-Kämpfe hier. Gucken mal, wie sich der Alex hier geschlagen hat. Alex wieder mit der Kombi Becker Heiler. Hat sich bei der Base angeboten. Die Base wurde vorher schon mal angegriffen. Und wir sagen auch immer, no risk, no fun. Man muss einfach mal ein bisschen was probieren. Das hat hier auch gut funktioniert. Mit den Packers, wenn die lange in Heilung bleiben, dann fressen die sich richtig tief durch so eine Base durch. Da können auch ruhig 9er Mauern stehen. 10er Mauern dauert es auch schon ein bisschen länger. Und aber da kann die Dev auch ruhig hier so maxed sein. Da fehlen eigentlich nur noch die Magiertürme, sehe ich gerade, die noch auf Level 8 Niveau sind. Aber alle anderen Sachen sind auf RH9. Unten sind noch 2 Packer am Leben, also das war wirklich guter Fight, auch relativ spät erst gemacht. Wir haben unsere zweite Welle erst spät angefangen. Gerade so 3. Advent, sonntags, ist dann halt auch so eine Zeit, wo die Leute dann auch gern etwas anderes machen als zu clashen. Jo, dann jetzt ist nur noch der King dran, das Lager und dann war es das. Schöner Angriff, schöne 3 Sterne. Wir gehen ein bisschen weiter hoch. Die 33 haben wir leider nicht geschafft. Dann will ich die noch nicht zeigen, das ist doof. Von Swash, ich glaube, der Swash hat, ist ein RH10, ja, aber hat zurzeit keinen King. Und wenn der Dicke fehlt, kann man angreifen, kann man ein bisschen tiefer angreifen, so wie wir es hier auch gemacht haben. Sein Gegenüber war auch, glaube ich, schon unten, die 13, und dementsprechend
hat er hier unten ausgeholfen, weil wir ja doch ein bisschen weniger Angriffe im unteren Bereich hatten. Da waren diese drei Sterne natürlich willkommen für uns. Und die waren auch jetzt nicht gerade stark erkämpft oder knapp, sondern das war doch schon ziemlich eindeutig hier, was dann so ein Zehner auf so eine Neuner-Base macht. Ich hätte fast gesagt, mit der richtigen Taktik, also einfach nur Bowler schicken, bringt es auch nicht, sondern ein bisschen Taktik muss dabei sein, ist so ein Kampf eigentlich immer ein Drei-Stern. Wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Wir waren auch gut drauf, muss man sagen, was das Angreifen angeht. Und als bei uns die ersten Sterne dann auch fielen auf die Bases hier, auf die Maxed-Out-Bases RH9, so wie hier, ist auch so ein bisschen dann der Knoten gefallen. Komischerweise fallen einem dann immer mal wieder noch neuere oder bessere Taktiken ein. Neuere will ich mal nicht sagen, aber man guckt sich die Bases dann noch mal ein bisschen genauer an und stellt unter Umständen fest, komme ich mal lieber über die Ecke im Osten, komme ich viel, viel besser rein in die Base, habe unter Umständen nicht sofort die Clanburg-Truppen oder die Queen am Hals. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und der Jennek kommt hier relativ weit, hat noch drei Hawks unten. Ich nehme an, die machen den einen Bogenturm noch. Jawohl. Und dann ist das jetzt nur noch Clean-up. Ah, da hinten steht noch der Feger. Ja, der macht natürlich richtig Sinn da hinten in der Ecke. Da kommt ganz bestimmt jemand mit Lufttruppen raus. Und dann waren das hier super. Drei Sterne auf die Base. Es gibt ja auch immer so ein bisschen was zu lachen, muss ich sagen, in so einem CK, wo einige Leute sehr, sehr spät angreifen und sich dann mit irgendwelchen Sachen rauswinden. Rauswinden will ich gar nicht sagen, aber wir nehmen natürlich in unseren Pflicht-CK auch immer wieder Rote mit und haben dann auch unseren Charlies mitgenommen, der dann seinen ersten Angriff tatsächlich nur auf seinen Gegenüber machen konnte, was natürlich wirklich spitze ist. Und auch hier seinen ersten Dreier einfährt. Die Base hatte vorher schon zwei Sterne, was richtig gut ist. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Base hier, auch mit relativ hohen Helden in der Mitte. Clanbruder kommt sehr, sehr spät, aber gut gemacht von ihm in der Mitte. Und dann kommen für meine Begriffe einfach ein bisschen viel Hawks, aber vielleicht war es jetzt auch ganz gut, dass die Masse dort kam, denn es wurden nur noch einige Riesenbomben ausgelöst. Und so hatte er am Ende richtig viele Hawk Rider noch für den Clean-Up. Unten läuft die Queen und macht die außenstehenden Gebäude und oben holzen jetzt schon die Hawks ab. Jawohl, das geht dann relativ zügig hier. Und so waren das auch von Charlies super drei Sterne im ersten Wurf. Wir gehen noch ein bisschen höher auf die 23. Die gucke ich mir nicht an. Das ist ein RH10 ohne Infernos. Wir gehen hier noch ein bisschen höher auf die drei Sterne, die wir hier oben, würde ich sagen, gemacht haben. Dann hat man mal so ein bisschen so einen Blick, wie die Bases vom Gegner aussahen und wie sie eigentlich gemacht wurden. Ich kann derzeit von unseren epischen Verteidigungen nichts zeigen. Das liegt einfach daran, dass wir als nächsten Clankriegsgegner einen deutschen Clan haben, der uns auch eben schon besucht hat. Nochmal an dieser Stelle liebe Grüße an den Snake. Sehr schick und sehr fair, den feindlichen Clan einfach mal zu besuchen und auszuspionieren. Vielleicht wolltest du auch nur guten Tag sagen und uns viel Glück wünschen oder so, aber dennoch kann man das dann einfach mit reinschreiben, wenn man vom feindlichen Clan ist. Dann kann man sich auch darauf einstellen. Man kann natürlich miteinander ein bisschen tippen, ein bisschen chatten. So kam das natürlich eben bei uns rüber. Naja, das war ein Spion von der anderen Seite. Echt Fairplay, muss ich sagen. Aber wir freuen uns drauf, dass wir mal wieder gegen einen deutschen Clan spielen. Der CK wird auch gut werden, also wesentlich besser als dieser hier. Mit gut meine ich, es sind Gegner da. Wir lieben dann doch eher ein bisschen die Herausforderung, als dass wir so einen Krieg wie den letzten so relativ hoch und relativ leicht gewinnen. Das ist dann auch irgendwo ein bisschen
bisschen zermürbend und langweilig und macht dann auch irgendwo keinen Spaß mehr. So, von Chris 3 auf die 10. 3 hat sicherlich sein Gegenüber knapp erledigt gehabt. Ich glaube, Joker hatte auch sein Gegenüber sowas von eng. 99%, da hatte noch einen X-Bogen, ich glaube mal so ein Millimeter Balken und ein Schuss von der Queen mehr und es wären auch auf die 3 Dreier gewesen. So haben wir die 99 stehen lassen. Von den Prozenten her war sowieso dann relativ deutlich. Also oben haben wir diesmal wirklich gut angegriffen. Aber ich muss sagen, die Bases oben waren auch jetzt nicht so stark. Wir haben auch gar nicht so heftig über die Bases diskutiert. Auch gerade im oberen Bereich machen wir das immer mal, dass wir Taktiken absprechen, gucken, was kann man machen. Das mussten wir diesmal wirklich nicht machen, weil die Bases im oberen Bereich vom Gegner nicht so gut waren. Und wir hier oben doch ganz stark die Überhand hatten, was auch gut war. Hätte der Gegner etwas besser angegriffen, wären die Sterne hier oben alle enorm wichtig gewesen, weil wir uns ja, wie gesagt, erst im unteren Bereich ein bisschen schwerer getan haben. Das Lima haben wir schon gesehen. Wir gucken den hier von Mojo an. Mojo ist unser noch 10,5 auf die Nummer 5. Auch typische Bowler-Taktik. Und die Base bietet sich natürlich eigentlich für Bowler sowas von an. Ich meine, wo wollen die Bowler hin als quer durch die Base marschieren? Sie können einfach gar nicht anders. Da kannst du ja nicht fast gesagt deinen Sprung aussetzen, wo du willst. Die rennen einfach irgendwann in die Mitte. So ist das natürlich dann echt ein gefundenes Fressen für einen gestandenen 10er, 11er, der hier so eine Base, hätte ich fast gesagt, wenn ich so sehe, wie viele Truppen da noch leben, gut auseinander nimmt. Wir schauen noch ein, zwei höher an. Ich muss hier mal gerade schauen. Jawohl, der Norman hat hier sein Gegenüber gemacht. 4 auf 4. Hier sieht man so ein bisschen eine unfertige Base. Mit dem Mauern einfach so links. Das ist sicherlich, oder auch den Bogenschützenturm hier ganz außen. Das ist noch alles im Bau. Und wurde noch nicht umgestellt. Ich weiß nicht, warum man das macht. Da denkt man nicht dran, hat man keinen Bock drauf. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die vom Gegnerclan angegriffen haben, einfach angegriffen haben, um ein bisschen zu üben. Oder auch, um ein paar EP zu holen. Ein paar EP auch bei Niederlagen. Gibt es da ein bisschen EP. Und unser Clan-Kriegs-Gegner ist ja ein Level-5-Gegner gewesen mit 95 verlorenen Kriegen von 127 und dementsprechend hat er sich irgendwo zu Clan Level 5 schon hingestorben. Das kann man mit solch einer Methode machen. Man macht einfach immer Clankriege, holt ein paar EP raus und irgendwann ist man Level 5. Dann hat man den ersten Goodie, dass gespendete Truppen ein Level höher sind und dann hat man halt vermutlich ein neues Ziel. Wir hatten, als wir Clan Level 5 war, das Ziel natürlich Clan Level 10 zu werden. Gerade mit den zwei gespendeten Truppen ist das natürlich sehr nice. Da hier auch schon Level 8 und Level 9er Max-Truppen geben können, was sicherlich ein großer Vorteil ist. Den Vorteil haben allerdings viele unserer Gegner, also ist es eigentlich eine ausgeglichene Geschichte, wo wir immer wieder auf gleich starke Gegner treffen oder natürlich auf stärkere Gegner. Hier oben will ich den Max nicht vergessen, der 60% auf die 1 geholt hat, auch unter Umständen eine Kombination, die man vor allen Dingen in der Legende auf so einer Ringbase nimmt. Man beginnt mit Queenborg. Mit dem Queenborg finde ich auch nach wie vor ist das einfachste, Clanburg-Truppen zu locken. Auch in solchen starken Bases. Und hier schon einiges wegmachen kann, vor allen Dingen, wenn man dann mit Bodentruppen kommt oder gar mit Minern kommt. Er kommt ja auch sehr, sehr gut rein in die Base. Und clear die Base auch auf 180 Grad richtig stark. Hatte dann am Ende zwar noch ein bisschen mehr zu tun als nur das Rathaus mit den Minern, aber auch das war an der Stelle kein Thema. So, da kommt schon die Herde, die Horde der Bowler und oben steht leider noch ein Bogenschützenturm und ein Tesla. Aber er hat noch die 8 Miner mit dem Boot. Die
die jetzt keinen anderen Weg mehr haben, als über die Clanburg zum Rathaus zu gehen. Und dann werden sie zwar platt gemacht, schaffen den Adler auch nicht mehr, aber das war jetzt nicht so tragisch, waren super zwei Sterne. Und war ein super CK von uns, muss ich sagen. Hat allen Spaß gemacht, klar, Gewinn macht immer Spaß. Über 300 Punkte dann einzuheimsen, noch viel mehr, weil 40er Clan Krieg, ich weiß gar nicht, wie lange das schon zurück ist, dass wir mal einen 40er Clan Krieg gewonnen haben. Wir wollen mal gucken, wie das so weitergeht. Selber wollen wir im Clan eine Pokaljagd starten, eigentlich immer traditionell, so ein bisschen schon bald bei den Warriors zu Weihnachten. Passt mir nicht wirklich, weil ich doch einiges nachzufahren habe, bin ja auch noch nicht so lange der RH10 hier und die Sachen werden mittlerweile teuer, da ich auch ein paar Sachen mit Elex nachmachen muss und vielleicht auch in die Queen oder der King Level gehen soll, wollte ich mein Schwarzes oder überhaupt meine Ressourcen jetzt nicht gerade dafür raushauen, in obere Ligen zu gehen, aber das sehen wir dann im Einzelnen. Wir haben auch noch nicht festgelegt, wer wie hoch gehen sollte oder muss oder wo das Maß der Dinge ist oder eine Messlatte. Von daher fahre ich einfach mal fröhlich weiter, fordere ein paar Truppen und ich würde sagen, ich verbleibe. Euer Toto Clashed.